Das ist schön. Sehr schön. So, fang an zu ärgern. Ja, gut, ich fange jetzt an zu ärgern. Rohstock. Nee. Was brauchen wir jetzt noch? Lasst mich mal kurz nachdenken. Also eine Hack... Ach, Eimer. Ach so, Eimer und Wasser gibt's ja hier extra Abteilung. Nur Wasser gibt's keine extra Abteilung, weil das Wasser ja... wie auch klar hier drin ist. Ich könnte das selber wieder... Ganz ehrlich, ich... kann das auch nicht mehr so. Ich möchte das Faithful... FedEx Faithful 32x32 Texture Pack drin haben. So. So macht's sich doch viel besser. Ach, schön. Ich guck mal auch mal wieder natürlich nach einem neuen Texture Pack. Das, mal gucken, ob ich das finde. So, für Wasser müssen wir jetzt ein bisschen laufen. Das ist schade, aber wir verlieren ja keine Ausdauer momentan. Und da können wir auch springen. Guck mal. Springen. Und die Leben füllen sich in Nu wieder auf. Wir können von mir aus vom Baum springen. Wird nichts passieren. Mal ganz kurz Schaden, aber das hört dann gleich mal wieder auf, ne? So, wie viel brauche ich jetzt, um eine eigene Wasserquelle zu erstellen? Jetzt habe ich hier eine. Ah, man braucht theoretisch also nur zwei. Interessant. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Sonst habe ich über Wasser geholt oder so. Aber jetzt kann man hier seine eigene Wasserquelle herstellen. Das ist geil. So. So. Hacke, hacke, hacke. I love hacken. So, und jetzt, ab jetzt geht der Essensvorrat wieder hoch. Weil wir werden jetzt hier richtig aufräumen. Dieses. Hört ihr? So, ach, die Musik kenne ich. Ich mag dies. Ich mag das. Das mag ich. Aber kann man eigentlich, ja, kann man machen hier so einen Zaun. So, hier kommen die Gehege rein. Hier sind Gehege, hier kommen die Tiere rein, meine ich. Oh Gott. Der schönste Sonnenaufgang, den ich je gesehen habe. Und natürlich auch noch vom Feld ein Screenshot. Das muss im LP sein. Das tut mir leid. Klack. Und jetzt machen wir die Samen rein. Ach, Kürbis und Melone fehlt ja noch. Wollen wir mal. Warte mal. Können wir doch... Ja, können wir hier anbauen. Da wird das hier ein bisschen enger zusammen, aber man kann das natürlich noch später dann besser machen. So, hole ich mir mal den zweiten Eimer. Warum habe ich da jetzt einen Platz gelassen? Einmal so eine Schleife, aber die können nur auf Blöcken. Warte mal. Können wir das vielleicht so machen, dass wir den Zaun hier einfach abreißen? So. Mann. So, dass man das einfach so macht, dass es hier weiter wachsen kann einfach. Also... klauen wir jetzt die erste Quelle, machen die hier hin, klauen die, dann machen wir die hier hin und dann haben wir schon drei. Das geht ja ganz einfach. Und dann machen wir hier so und so und dann haben wir es fertig. Können Sie also machen auf einer Seite Melone, auf der anderen Seite Kürbis. Reicht sogar fast für die Hälfte. Reicht sogar fast, also... der Kürbis muss natürlich auch noch wachsen können. Ich weiß nicht, ob die übers Wasser wachsen können. Das ist natürlich jetzt die Frage. Wenn die das könnten, das wäre... boah, Schnieke. Na gut. Wir pflanzen erstmal die ersten Seeds. Die
ersten Seeds ein und die wachsen auch schon gleich super. Natürlich auch ein komischer Übergang hier vom dem Zeug zum Holz. So, jetzt gehen wir erstmal Bäume fällen. Ja, ich glaube Bäume fällen oder eigentlich ein paar Tools herstellen. Eigentlich müssen wir ein paar Tools herstellen. So, Holz, Holz, Holz. Tools, ja, Tools kommen da erstmal rein. Ach, Holz brauche ich gleich wieder. Eimer, Extrafach. Und Blöcke, kommen da rein und das hier brauchen wir auch noch. Die verarbeiten wir jetzt zu Rohstöcken und können dann hier jetzt beliebig viele Spitzhacken, beliebig viele Äxte, klack, beliebig viele Schaufeln. 7 Stück noch. Ja, 2 Haken nochmal dazu. Und was brauchen wir noch? Was auch noch ganz wichtig ist? Schwerter. Schwerter sind auch wichtig. Komm, mal 10 Stück von, ne? So. Waffenabteilung wird aufgerüstet. Stein, 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 Stein. Toolabteilung wird auch aufgerüstet. So, da haben wir ganz viele unberührte Sachen. Unberührt, ich meine unberührt, ne? Und so, dann haben wir jetzt erstmal Tools. Ich nehme natürlich gleich aus den Tools die nächsten Äxte raus. Und fäll ein paar Bäume. Bäume, ja. Ein paar Bäume meine ich natürlich, tut mir leid. Ein paar Bäume. Ein paar, also den Druck, Bar, Bäume. Druckbäume, das sind die neuen Druckbäume. Ab jetzt im Supermarkt. So. Das war mit schöner Werbestimme. Kennst du Werbestimme? So. Genug Mist gemacht. Da komme ich da oben nicht an. Da komme ich an. Schleichen. Ja. Ich komme an. Ich komme hier überall an. So. Ab jetzt schwebt der Bäume. Jetzt ist es kein Druckbaum mehr, sondern jetzt ist es ein Schwebebaum. Wer hätte es gedacht? So. So geht's natürlich auch. Ich habe gehört, das ist so ein schöner 1.8-Bug. Ich bin natürlich jetzt in der 1.8.x, also 1.8.0 eigentlich, also die vom letzten Jahr September. Und die wird jetzt auch schon ein Jahr alt. Und wir feiern einjähriges Jubiläum. So, Jubiläum. So. Ach ja, schön, schön, schön. Aber so einen Baum zu fällen, da wollen aber auch lange. Sonst hast du bei den Kleinen immer hier immer zack, 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 Baum fertig und so. Hier musst du erstmal hier gucken, da gucken, guck mal hier. Das sind hier 2 Bäume nebeneinander. Das ist schlimm. Fast schon unmöglich. So, und die Axt ist auch gleich Schrott. Die hat er nicht lang gehalten. Da oben schwirrt ein Apfel um die Bäume. Und ja. Mal, da kommen wir jetzt nicht an, ne? Mal, wofür gibt's denn diesen Baum? Ich will hier nur weitere neue Arbeitsplätze schaffen. So, und die Eiche hier. Das ist so ein kleiner Baum hier. Den machen wir im Nu weg. Den hier ebenso. Dafür bleibt keine Zeit hier. Hier einfach zu bleiben. Die Bäume werden rasch wegrasiert und dann haben wir es auch. Die Birke hier ebenfalls. Birke haben wir in den letzten 100 Folgen ja 1000 Mal oder fast die ganze Zeit gehabt. Also Birke kann ich auch nicht mehr sehen. Ne? So.
So, da hinten ist noch ein pilziger Pilz. Da unten, da hier haben wir noch so einen Stiel, so einen Baumstumpf. Ist ja eigentlich realistisch, wenn die da bleiben würden, aber wir nehmen die auch weg. Wir brauchen hier Arbeitsplätze und Hotels und Besucher, Gäste, alles brauchen wir. Und dafür bleibt keine Zeit für oder kein Platz für Bäume. Aber bitte, wer hat bitte schön Bäume schon? Ja. Wir von Greenpeace, ja, wir bauen Autobahnen, die haben die noch nie gesehen. Oh, Alter! Was? Fällt eine Kuh vom Himmel und die guckt mich einfach auf ein aufgeblendetes Auto an. Ja, guck mich an. Habt ihr das gesehen? Also ich kann es gerade nicht begreifen. Das hatte ich noch nie in meinem bisherigen Leben, dass eine Kuh während des Abbauens eines Baums da... Wie geht das? Das verstehe ich nicht. Das muss mir einer erklären. Wie geht das? Wie geht das, dass eine Kuh da oben irgendwie eingesperrt ist? Die kann ja dann... Gut. Man kann sagen, das ist Zufall. Das ist Zufall, die ist da gespawnt und, ne? Tja. So kommt's dann. Das ist eine Baum von... Also, was habe ich Ice Age nicht mehr gesehen. Das ist dann ein Tier vom Baum fällt, was sich irgendwie an den Baum hängt. Na, habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Aber eine Kuh ausgerechnet mit Fleisch und Blut und Leder für Bücher. Verschluckt. Ich entschuldige mich mal bitte. So. Ich entschuldige mich mal bitte. Was ist das auch für eine Sprache? Ich entschuldige mich bitte. Mensch. Huch. So, der Baum geht weg. Dieser, ja, wir müssen eigentlich noch die drei Bäume abfällen. Die haben jetzt auch schon wieder so viel Holz, ne? So, wie wächst unser Getreide? Boah, lame. Und das Gras hier wächst auch schnell wieder voran. Das wird erstmal so bleiben. Ich kann ja mal... Ganz kurz. Zwei Kisten für Getreide und so weiter hier reinräumen. Die wollte ich nämlich hier im Haus haben. Am besten. Ja, wir brauchen das Haus ja nicht so richtig, ne? So, hier, Setzlinge. Und die Birke, ne, die Eiche nehme ich mit. Ich hab satt von Birken, ganz ehrlich. Ich hab die Birken langsam so satt. Das glaubst du mir nicht. Hier soll eine kleine Eiche wachsen, die bald groß wird, die Arnold Eichenegger heißt. Oder wie? Arnold Eichenegger. Hä? Lalalalalalalala. Zurzeit ist ja aber auch Gamescom, habe ich jetzt gehört, ne? Oder habe ich jetzt gehört, naja, nicht richtig mitbekommen. Wir haben Gamescom-Zeit, wir haben Spielezeit. Ich bin ja leider nicht da, ich muss arbeiten. Dafür vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Keine Ahnung. So. Essen. Gehört zum sonstigen Zeug auch Leder? Ja, scheinbar. So, was haben wir hier eigentlich so drin? Ein Ei, das können wir gleich mal legen. Das brauchen wir hier nicht. Das hier, das brauchen wir. Jetzt, ich glaube, gleich werden wir erstmal fortpflanzen. So, das kommt zum Fressen. Und die Axt brauchen wir vielleicht auch nochmal zum Bäume fällen gleich. Upsa.
Klack. So, jetzt wird vorangetrieben.